Servus zu Barbecue aus Franken. Es ist wieder Rezepttag, sprich Mittwoch, 18 Uhr. Es gibt wieder richtig schönes Rezept. Was machen wir denn heute? Wir machen mit den Zutaten, die hier liegen, machen wir einen Big Mac Wrap. Wird eine schöne Geschichte. Was da hier für Zutaten liegen, das zeige ich euch jetzt gleich. So, was haben wir für Zutaten? Wir haben ein bisschen Butterschmalz, da haben wir Hackfleisch damit anbraten. Wir haben natürlich Wraps, wir haben einen Cheddar-Käse, Salzgurken, wir haben Eisbergsalat, ein bisschen so in Streifen geschnitten. Und man kennt es ja von den Burgern, von den McDonalds-Burgern, dass die Zwiebeln da recht klein geschnitten sind. Das sind die auch. Was haben wir noch? Salz und Pfeffer. Und wir haben eine Big Mac-Soße, die ist selbst gemacht. Das war gestern schon, die darf über Nacht ziehen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. Und in der Zwischenzeit heize ich hier mal die Pfanne auf. Da haben wir die Zutaten auf dem Brett für unsere Big Mac Soße. Wir haben Zwiebel und Knoblauch. Da achtet ihr bitte darauf, dass ihr das richtig fein und klein schneidet. Also so klein wie ihr könnt. Den Knoblauch könnt ihr auch pressen. Ich habe einen klein gehackt, das geht gut. Dann brauchen wir Salz, natürlich nicht in dieser Menge, wie es da liegt. Die richtigen Mengen nehmt ihr bitte aus dem Rezept. Findet ihr unten als PDF für euch zum Download. Also wie gesagt, Salz, wir brauchen Pfeffer, wir brauchen Mayonnaise, Tomatenketchup, Weißweinessig, Gurkenrelish, Paprika und Senf. Ja, und dann haben wir alle Sachen beieinander. Also wie gesagt, Zwiebeln, Knoblauch, dann kommt die Mayonnaise dazu. Dann gebe ich das Gurkenrelish dazu. Paprikapulver. Ketchup. Wir brauchen ein bisschen Säure. Ganz kleine Spritze. Nur das war fast ein wenig zu viel. Senf. Ein bisschen Salz. Und Pfeffer. Und dann verrühren wir alles schön. Also Farbe und Konsistenz und diese Stückigkeit kommen der Big Mac Soße schon richtig gut nahe. Und dann schmecken wir es mal ab. Oh ja. Ist wirklich nicht weit weg von der Original Big Mac Soße. Kann ich euch empfehlen, macht die so. Allerdings muss diese Soße ein bisschen ziehen. Da sind doch viele Aromen drinnen und die brauchen jetzt über Nacht, oder am besten über Nacht, um sie richtig schön gleichmäßig zu verteilen. Also ich mache Folie drüber und das geht in den Kühlschrank. Vergesst nicht, bevor ihr weitermacht, also die Soße verarbeitet, die rechtzeitig rauszutun, damit sie wieder Raumtemperatur bekommt und dann richtig gut verarbeitet werden kann. Geben wir mal ein bisschen Butterschmalz in die Pfanne. Und wenn das heiß ist, geben wir das Hackfleisch dazu. Ich habe jetzt da noch nichts gewürzt, das mache ich jetzt gleich in der Pfanne. Na, zuerst braten wir das Fleisch jetzt mal ein bisschen krümelig an. Jetzt geben wir einfach ein bisschen Salz drüber oder dazu und Pfeffer. Und das war es auch schon mit dem Würzen. So, noch ein paar Röstaromen dran. Und dann, jawohl. Und fertig ist es. Der Grill ist ein bisschen angeheizt, damit wir die Plancha richtig schön warm bekommen. Und dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit, die Pfanne noch ein bisschen warm zu halten. So, die beiden Brenner unter der Plancha sind auf kleiner Stufe gelaufen. Die ist jetzt schön warm. Da tun wir jetzt mal unseren Wrap warm machen. Einmal rumdrehen. Zwei Scheiben Käse drauf. Und aufs Brett. Dann gebe ich gleich mal ein bisschen was von meiner Soße da drauf. Von meiner selbstgemachten Big Mac Soße. Hackfleisch. Zwiebeln. Salat. Und Gurken. Sprich Salzgurken, die kann da einfach dazu. Gut, wer es nicht mehr hoch, soll es weglassen. Mal wegen der Soße. Und dann rollen wir das Ganze zusammen.
Oh Gott, ich habe fast zu viel drauf. Ich habe zu viel drauf, aber gut. Passt schon. Einmal durchgeschnitten. Und so schaut der Wrap aus. Lecker. So, und jetzt müssen wir natürlich auch mal versuchen. Und ich hoffe, das geht jetzt ohne größeren Unfall. Also, egal, rein. Habe ich den Mund schon wieder zu viel genommen. Sehr lecker. Oh, die Soße hat jetzt richtig schön durchgezogen. Passt hervorragend. Schön käsig alles dabei. Der Salat knackig, das Fleisch schön. Herrlich. Schmeckt mir richtig gut. Tolle Geschichte. Macht's nach. Aufwand ist ja nicht groß. Ja, hoffe, euch hat die ganze Geschichte gefallen. Mir auf alle Fälle. Habt was Leckeres zum Essen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wollt ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben geben. Würde mich darüber freuen, wenn ihr was dazu schreiben wollt. Packt es in die Kommentare rein, es wird gelesen. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, wollt es aber gerne tun, da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Klickt bitte drauf, dann seid ihr dabei. Ja, ich habe was Schönes zum Essen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich bleibe euer Sven. Bis dann. Tschüssi.